Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück hier in unserem Park mit dem neuen Namen Mountains of Takanyo. Beim letzten Mal haben wir einen Eingangsbereich gebaut und unser erstes Fleischfressergehege und natürlich haben auch die zwei neuen Bewohner, nämlich zwei Ceratos, wunderschöne Namen von euch bekommen. Und jetzt geht's weiter mit der dritten Folge von unserem Park Mountains of Takanyo. Und genau an dieser Stelle geht's hier weiter. Heute werden wir uns ein bisschen in Richtung von diesem See vorkämpfen. Das heißt, wir werden diesen Weg hier weiterführen und dann mal anfangen, hier auf dem See zu bauen. Vieles von dem See wird auch gar nicht so vorhanden bleiben, denn das soll ja kein Wasserpark werden, sondern ein Mountainpark. Deswegen wird hier viel Wasser verschwinden, allerdings natürlich nicht alles. Gerade so die schönen Bereiche hier vorne wollen wir dann ja auch für schöne Gehege und andere Möglichkeiten nutzen. Die schönen Wasserfälle hier, dann hier oben der Bereich ist wunderschön. Den werden wir auch noch bebauen. Und ja, das wird ein Spaß. Also wir haben noch sehr, sehr viel vor uns. Wenn ihr mal guckt, die Dimension, was wir hier noch alles für Platz haben. Hinten haben wir auch noch eine schöne Bucht. Ich weiß gar nicht, wie weit man hier bauen kann. Können wir mal kurz testen. Man kann tatsächlich in die Bucht bauen. Okay, bis hier vorne. Oh, das heißt, hier können wir auch noch was Schönes machen. Hier ist nämlich so wunderschönes türkises Wasser. Ein bisschen anders von der Farbe, glaube ich. Könnte aber auch am Untergrund liegen. Ich bin mir da gerade unsicher. Ne, das sieht safe anders aus. Das hier ist viel trüber. Das Meerwasser ist ein bisschen türkiser und blauer. Ja, hier vorne haben wir auch noch mega viel Platz. Also wenn wir hier abgehen, in diese Richtung, hier ist auch noch insane viel Platz. Wir können bis hier vorne gehen. Bis hier. Oh mein Gott, dieser Park wird riesig. Das ist ja echt krass. Aber wir fangen jetzt erstmal an, hier vorne weiterzubauen. Dafür müssen wir jetzt hier erstmal die Bäume entfernen. Dass wir ein bisschen Platz haben zum Arbeiten. Und auch ein bisschen was sehen. Hier vorne in dem Bereich können wir auch schon mal ein bisschen Klarschiff machen. Weil dort habe ich das nächste Gehege geplant, also hier in diesem Bereich. Und jetzt können wir mal eben den Weg planen. Ein bisschen Wasser muss hier auch noch weg, wenn ein Weg ist. So, wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir hier das Gewässer wahrscheinlich noch weiterführen. Vielleicht durch den ganzen Park oder so. Aber das wird an dieser Stelle leider nicht machbar sein. Weil ich werde gleich versuchen, erstmal in Richtung Wasserhöhe zu kommen. 10er Höhe soll sie schon noch sein, über dem Wasserspiegel. Das sieht gut aus. Ja, und dadurch müssen wir halt von hier oben nach da unten. Und ihr wisst ja, Wasser... Oh, was habe ich jetzt gemacht? War nicht gewollt. Ihr wisst ja, Wasser kann man leider nicht mitnehmen, weil man keine Wasserfälle oder Stromschnellen oder irgendwas in der Art bauen kann. Man kann es halt nur, ja, zwei unterschiedliche Höhen bebauen und das versuchen dann mit Bäumen zu verstecken. Aber das finde ich nicht ganz so schön hier. Deswegen lassen wir das Wasser einfach da oben enden. Ist auch nicht schlimm. Ich verschaffe uns jetzt erstmal hier ein bisschen Platz, dass wir gleich arbeiten können. Das schöne Wasser verschwindet alles. Aber wir können ja jederzeit das Wasser wiederholen, wenn wir es brauchen. Indem wir einfach das Land wieder absenken. Und jetzt geht der Weg hier weiter runter. Die Kurve ist tatsächlich immer schwer einzuschätzen, wenn man hier so einen krassen Höhenunterschied hat. Versuchen wir das mal kurz ein bisschen besser zu machen. Der Höhenunterschied wird nachher sowieso noch glatter übergehen. Ich mache es nur jetzt erstmal grob für die Planung. Und am Ende, wenn alle Gebäude und platzierbaren Objekte stehen, werde ich dann auch das genaue Absenken und Abflachen und sowas vornehmen. Weil ich will mir vorher das noch nicht antun. Und dann mache ich es mir wieder alles kaputt, wenn ich irgendwelche Sachen platziere. Muss ja nicht sein. Schlängeln jetzt erstmal den Weg hier so ein bisschen entlang.
Dann in diese Richtung. Ganz schön groß alles. Ich glaube, das wird ein sehr großes Gehege. Man verliert wirklich schnell den Überblick über Größenverhältnisse, wenn man so viel Platz zum Bauen hat und hier nichts in der Nähe hat, was einen wirklich Aufschluss darüber gibt. Ich platziere mir mal ganz schnell so eine Beobachtungsgalerie. Das sind sehr lange Laufwege, die wir hier haben, wenn ihr mal schaut. Also da müssen wir später uns auch noch was einfallen lassen wegen der Einschienenbahn, damit die Leute zumindest so ein bisschen Abkürzung haben. Weil wer will schon so viel laufen? Ich würde es nicht wollen. Hier soll jetzt wieder Wasser hin. Ja, von der Höhe sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Okay. Und hier soll dann nämlich ein Gehege hin. Wir nutzen hier das Wasser von dem See dann einfach als natürliche Abgrenzung. Das ist ganz cool. Haben wir so einen kleinen Wassergraben, wo die Dinos nicht durch können. Und können uns dann den Sound sparen. Ist halt ein bisschen schöner, dadurch, dass wir das Seewasser nutzen, hat man halt die Möglichkeit, das direkt ja bis hier oben aufzufüllen zur Klippe. Ansonsten hätte man immer nur so einen kleinen Tümpel hier unten in der Schlucht. So sieht das ein bisschen nicer aus, deswegen ist dieser See eigentlich ziemlich genial zum Arbeiten. Den werden wir uns auch noch häufiger zunutze machen, diesen See. Ist auch ein bisschen der Grund, warum ich diese Karte ausgesucht habe. Weil die halt so schön viel Wasser hat. Mit dem Wasser kann man tolle Sachen anstellen. Okay. Hier vorne wird dann, denke ich mal, so ein Berg hinkommen. Wird wieder viel Terraforming, weil der ganze Hintergrund von dem Gehege wird, glaube ich, ein Berg. Also hier, überall im Hintergrund. Ich habe übrigens auch noch die Extended Wegemod heißt die, glaube ich, ne? Oder Enhanced Wege, ich weiß es gar nicht. Also, dass wir jetzt auch hier diese Dirt-Wege und sowas platzieren können. Die habe ich auch installiert. Unsichtbaren Wege. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir hier noch so einen Trampelfahrt machen. Hier vorne so ein kleines Stück, wo die Leute dann noch näher ran können. Aber ich glaube, das machen wir eher dann in Wegfarbe. Nämlich in diesem Grau. Allgemein gleich noch sowas wie eine Beobachtungsgalerie machen. Also so eine, nicht Galerie, sondern so eine Plattform, wie man es halt auch von Planet Zoo kennt. Ich zeige euch das gleich. Dann machen wir das Stück hier schnell fertig. Nehmen mal die Ecke weg, sonst ist der Weg so kaputt. Das ist gut. Hier müssen wir das wahrscheinlich auch nochmal machen. Ne, hier geht's so. Ah doch, hier ist der Weg kaputt. Seht ihr das hier? Das hier unten, was meinte ich? Da. Da geht nämlich der Weg kaputt. Das kann man halt umgehen, indem man hier nochmal ein Stück entfernt und dann das von dieser Stelle aus macht. Dann kann man das reparieren. Ist relativ praktisch. Und ich glaube, hier vorne könnten wir dann diese Beobachtungsplattform machen, die ich gerade meinte. Hier müssen wir nochmal eben das Land anheben. Lieber erstmal wieder zu viel. Hier auch noch ein bisschen rübergehen. Ich glaube, ich mache die nämlich hier ein bisschen diese Höhe hin. Glaube ich ganz schön. Mit dem grauen Weg. Dann einfach nur so eine kleine Plattform, wo man noch raufgehen kann. Also, das finde ich ganz cool. Da muss natürlich auch wieder das Wasser weg. Das Land weg. Und Wasser hin. Das ist jetzt schon mal der grobe Plan. Bevor wir noch irgendwas weiteres an Terraforming machen, sollten wir nochmal eben überlegen, welche Gebäude wir hier hin platzieren wollen. Ich glaube, ein, zwei Gebäude können hier nicht schaden. Ich will die aber nicht so im Weg platzieren. Ich glaube, ich mache hier eine Toilette hin. Vielleicht belasse ich es auch dabei. Weil so eine Einkaufsmeile oder so habe ich sowieso noch geplant. Mit Innovationszentrum. Und dann müssen wir ja nicht immer in der schönen Natur alles vollstellen mit Gebäuden. Machen wir hier mal die Toilette hin.
genau der Zwischenbereich zwischen diesen beiden Beobachtungsdingern. Das finde ich ganz cool. Da steht sie. Dann könnten wir hier gleich noch mit Bäumen und Bergen wieder arbeiten. Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein Restaurant oder sowas unterbringen sollten. Das könnten wir eigentlich auch eher hier hinten dann machen. Also ich glaube, ich belasse es erstmal bei diesem einen Gebäude. Aber ich möchte hier oben eigentlich noch ein Gebäude hinmachen. Auf den Berg. Nämlich so einen schönen Turm. Und dafür mache ich nochmal eben schnell die Bäume hier ein bisschen weg. Ich glaube, diese Höhe ist schon gar nicht so schlecht. Hier schon angefangen ist. Müssen das wahrscheinlich erstmal viel, viel mehr wieder anheben, als wir letztendlich brauchen. Aber das können wir dann im Nachhinein wieder ändern. So, die Fläche könnte doch schon mal reichen. Wie ist es denn, wenn wir... Hier vorne wäre eigentlich gut. Wenn hier so der Turm hinkommt, dann hat er nämlich auch eine gute Sicht auf das Gehege. So von hier. Glaube ich nicht schlecht. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass er nicht platzierbar ist. Ich weiß, dieser blaue Kegel ist jetzt nicht drin im Radius, also in dem Geheger-Radius. Aber das macht ja nichts. Außer die Sicht ist später für uns gut. Ob die Gäste das jetzt auch so finden oder nicht, das ist mir eigentlich relativ egal. Aber ihr seht schon, wir müssen hier auf jeden Fall noch viel, viel mehr anheben, damit wir das platzieren können. Das ist aber auch tatsächlich der Grund, warum man sowas sich echt überlegen muss, wo man solche Aussichtstürme hinmacht. Weil wenn man das im Nachhinein erst platzieren will, diese Aussichtstürme, dann macht man sich halt alles wieder kaputt. Weil ihr seht ja jetzt, was ich hier alles machen musste an Erhöhung. Damit das dann funktioniert hat letztendlich. Jetzt mal wieder alles grob absenken mit dem Wassertool. Das geht nämlich schneller. So. Und jetzt muss ich nochmal eben schnell überlegen. Erstmal, ob die Sicht gut ist. Ah, die ist wunderbar. Die ist wirklich schön. Sollten wir vielleicht mal mit dem Weg ein bisschen arbeiten? Hier oben? Bin mir da unsicher. Irgendwie passt das noch nicht. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dieser Holz- und Grau-Kombo. Habe euch aber ja auch schon gesagt, dass ich die Wegfarben vielleicht auch noch komplett ändern werde. Weil da bin ich mir allgemein noch unsicher. Ich finde auch zwei Wegfarben ist echt schon ziemlich viel. Reicht eigentlich völlig aus. Wir haben jetzt ja auch noch natürliche Wege durch diese neue Mod mit den Wegen. Das ist ganz cool. Das werde ich vielleicht gleich auch noch anwenden, benutzen. Und eine kleine Idee. Mal schauen, ob sich das so umsetzen lässt. Okay, das sieht doch schon ganz gut aus. Dann müssen wir gleich wieder viel, viel glätten. Ich glaube, ich lasse das von hier kommen. So, um eine Kurve. Dann hier hin. Perfekt. Hier die Rundung ist wahrscheinlich noch nicht ganz so schön. Müssen wir machen, wenn wir es gleich geglättet haben. Ja, aber jetzt geht es erstmal, glaube ich, ein bisschen daran, dass ich diesen Berg schon mal gestalte. Ich glaube, da wird sich nicht mehr so viel ändern. Hier vorne habe ich mir nochmal überlegt, einen Pfad zu machen.
für die Besucher, damit sie nochmal rüberkommen auf die andere Seite und auch nochmal von da aus gucken können. Den zeichne ich jetzt erstmal so ein, der soll aber später ein natürlicher Pfad werden. Das heißt, die laufen dann sozusagen auf Erde. Wir haben dann hier nochmal einen Shortcut nach hier vorne. So, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass es eine schöne Rundung oder sowas hat, weil man den nachher eh nicht sieht. Das wollte ich sagen. Es ist halt jetzt echt viel glätten. Und ich werde wahrscheinlich auch oft nachglätten müssen, wenn ich mir irgendwas anderes kaputt mache. Aber das werde ich für euch natürlich alles dann verkürzen. Kann ich mir nämlich auch die Zeit nehmen, die ich dafür brauche. Glaube ich, eine ganz gute Sache, dass wir momentan das so machen, dass ich das halt mixe mit Speedbuild und Realtime. Gerade bei den ganzen Terraforming-Sachen, das wäre schlimm, glaube ich, wenn ich das alles so drin lassen würde. Dann hättet ihr immer Folgen von 1,5 Stunden oder so. Aber man sieht, glaube ich, schon ganz gut das Ausmaß jetzt hier an dem, was wir bauen. Wie viel Arbeit wir hier noch vor uns haben, weil das werden alles noch riesige Berglandschaften. Und wenn man die dann später auch noch schön gestaltet haben will, dass es alles natürlich aussieht, da müssen wir ganz schön viel Arbeit investieren. Aber ich hoffe, das Ergebnis wird sich lohnen. Okay, dann gehe ich jetzt einmal schon mal mit diesem Air-Tool den Weg entlang. Ist gerade auch was ganz Neues, was wir hier machen. Einmal komplett entlang. Dann haben wir nämlich gleich die Markierung, wo der Weg entlang führt. Ansonsten würde ich es halt selber nicht mehr wissen, wenn ich es nicht austausche. Weil der Weg, der kommt jetzt weg. Da tauschen wir den gegen diesen aus. Ganz genau. Dann haben wir jetzt hier so einen Dirtweg, wo die Leute drauf laufen können. Ich finde das so cool, dass das mittlerweile geht. Dass man hier wirklich Dirtwege machen kann, wo die Leute langlaufen. Finde ich richtig nice. So, jetzt mache ich mich wieder an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. So, jetzt ist hier erstmal einiges entstanden, was Terraforming angeht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Hier ist dann dieser Pfad ohne Weg.
wo die Leute dann trotzdem noch langlaufen können. Als kleine Abkürzung sozusagen, da oben lang. Hier oben ist noch relativ viel Wald drauf. Das kann sein, dass ich das später noch so ein bisschen entferne und dann noch solche Bergspitzen da drauf mache. Es kommt allerdings ein bisschen darauf an, was ich noch hier hinterbaue. Davon wird es halt noch abhängig, wie hoch dieser Berg wird und welche Form der letztendlich haben wird. Aber ich bin jetzt erstmal von dieser Seite schon mal sehr zufrieden. Und jetzt können wir uns endlich um das Gehege hier kümmern. Da fangen wir jetzt direkt an. Bringen das Ganze mal hier erstmal auf ein Niveau von der Höhe. Das ist ganz gut. Und ich glaube, wir müssen anfangen, bevor wir jetzt hier alles überglätten, einmal schon mal einen Zaun zu ziehen. Weil gerade an diesen Stellen hier vorne muss natürlich alles schön abgezäunt sein. Wir wollen ja nicht, dass da die Gäste reinplumpsen können. Ich finde, für solche Stellen ist auch diese Zaunmod mega wichtig, wenn man diese kleineren Zäune hat. Macht schon viel aus, wobei die halt noch ein bisschen kleiner sein könnten. Die gehen den Gästen trotzdem noch bis über den Kopf. Ja, trotzdem noch sehr hoch, ne? Muss man sagen. So, jetzt die Frage, kriege ich hier auch noch ein Stück hin? Ansonsten müssen wir hier mal ganz kurz tricksen. Das müssen wir machen, indem wir so machen und dann hier so ein Zwischenstück reinmachen. An der richtigen Stelle. So ist das, glaube ich, ganz okay. Ich hoffe zumindest. Ja, das sieht ganz gut aus. Hauptsache, der Zaun ist dann auch schön am Weg entlang. Wir wollen ja nicht, dass hier irgendjemand reinplumpsen kann oder sowas. Vorne können wir es eigentlich so lassen oder wir machen gleich noch hier so ein Schrägstück hin. Ich glaube, so ist schon ganz okay. Kann man sogar hier vorne nochmal ohne Zaun durchgucken. Das ist ganz cool eigentlich. Und dann hierzu. Dann haben wir es auch auf der anderen Seite. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier diese Beobachtungsplattform schon mal schön umzäunt. Das ist auch der schwerste Part davon gewesen. Von dem Umzäunen. Müssen wir nur hier das Ganze noch vernünftig weiterführen. Bis hier vorne erstmal. Hier geht es dann ja auch noch ein bisschen weiter nach außen. Das macht aber gar nichts. Das sollte relativ einfach sein. Dann hier schön der Strecke entlang. Möglichst nah am Weg. So. Und bis hier vorne. Perfekt. Dann hier natürlich wieder um die Kurve so ein bisschen. Und dann geht's bis hier weiter und das sollte erstmal reichen. Aber jetzt geht's erstmal darum, grob anzupinseln. Dabei auch ruhig erstmal ein bisschen mehr machen. Gerade was Klippen und so angeht, weil wenn man gleich noch diese Büsche benimmt, dann wird das ja sowieso alles nochmal etwas grüner werden. Ich habe übrigens den Part da hinten relativ viel im Speedbuild und sowas für euch gemacht, damit wir uns jetzt mehr Zeit im Realtime-Part für das Gehege nehmen können. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen spannender. So, hier einmal schön den Rand entlang pinseln. Das Land werde ich jetzt erstmal hier so ein bisschen auch nach dem Land, was hier ist, formen. Dass der Fluss, der sozusagen dazwischen die natürliche Barriere bildet, ungefähr gleich breit ist. Soll natürlich auch mal so ein bisschen variieren. Und nee, das darf ich hier nicht machen. Das nimmt zu viel Sicht. Also ganz leicht. Ja, so ist ganz cool. Aber dass es trotzdem natürlich aussieht, also ein bisschen Variation muss da natürlich rein. Zum Beispiel auch cool finden, wenn wir hier so das Ganze machen. Dann vielleicht mal nochmal so ein Stück außerhalb machen. Ah, das muss hier nochmal höher. Diese Höhe dann. Und hier genauso. Nochmal so einen kleinen Pitzel hin. Wäre da schon ganz cool. Ich glaube, der ist mir hier schon zu viel. Der ist ein bisschen zu breit. So ist es gut. Kann ja ruhig ein bisschen unter Wasser auch so sein.
Und auch da könnten wir nochmal hier so ein kleines Landstück machen. Das sieht doch gut aus. Dann könnten wir hier auch nochmal ein kleines Stück hoch machen. Das müssen wir jetzt einmal komplett so weitermachen. Ich denke mal, ihr habt das Prinzip verstanden. Ich versuche das halt jetzt schön natürlich hier zu gestalten. Und hier am Rand gehe ich dann auch erstmal wieder höher. Eher so Richtung Bergniveau hier wieder geht. Weil ich möchte hier keine Zäune benutzen. Beziehungsweise wieder natürlich nur unsichtbare Zäune benutzen. Das Ganze sozusagen hier an dieser Stelle lassen. Das sieht sogar hier schon sehr cool aus. Sogar mit dem Wasser sieht gar nicht so schlecht aus. Aber das machen wir gleich mit richtigem Wasser, wo die auch von trinken können. Das dürfte ja kein Trinkwasser sein, das dürfte noch Flusswasser sein. Wir könnten auch überlegen, da so ein Stück reinlaufen zu lassen von diesem Fluss. Das wäre sicherlich auch interessant. Ich speichere mal kurz und dann testen wir das. Gerade bei solchen Sachen will man sich halt auch nichts kaputt machen. Aber ich meine natürlich, dass man hier den Fluss so reinzeichnet. Wie sieht denn das überhaupt aus, wenn dieser Fluss in einem normalen Gewässer endet? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Geht das überhaupt? Jetzt zeichne ich Wasser, so sieht das aus. So, dann müsste ich hier aber ganz viel Wasser zeichnen. Oder könnte ich jetzt auch hier dann noch niedriger das machen. Ne, man hat halt immer diesen Übergang. Das Wasser sieht halt auch echt anders aus. Ein bisschen. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, da machen wir einfach so ein kleines Gewässer, was hier reingeht. So, und dann das Wasser, von dem die trinken sollen, an einer anderen Stelle einfach. Und das ist nämlich eigentlich ganz cool, dass hier so ein Gewässer reinfließt. Kann auch ruhig schön schmal sein. Immer so eine Insel in der Mitte, warum nicht? Dann einmal etwas überglätten mit geringer Intensität, dann können wir das besser kontrollieren. Und das kann auch einfach so enden. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Wir müssen uns auch gleich noch überlegen, wo die Futterspender hinkommen. Sieht halt dunkel aus, das Wasser, ne? Ist halt ein bisschen das Doofe, dieses normale Wasser. Ich glaube, ich mache hier hinten auch nochmal eins hin, ein Gewässer, aber auch wieder niedriger. Wir haben hier sogar wieder das Seewasser. Ich weiß gar nicht, wie weit das geht, das Seewasser. Wäre auch mal gut zu wissen. So, das gefällt mir ganz gut. Dann kommen die nämlich schön da vorne hin. Wir müssen auch noch einberechnen, dass hier noch ein Zaun hin muss. Aber ich probiere jetzt erstmal aus, wie das mit Redwood Trees aussieht. Das würde sogar noch gehen. An der einen oder anderen Stelle. Wenn wir das zuerst machen, geht das auch immer eigentlich ganz gut. Sollen wir hier auch ein Mischgehege machen oder? Ne, ich glaube, ich mache hier nur kleine Pflanzenfresser hin. Mach dann hier auch noch einen Futterspender vorne hin. Wieso? Kann man den an den beiden Stellen beobachten. Ich glaube, den mache ich sogar noch einen Ticken weiter nach hinten. Ein bisschen weiter vom Wasser weg. Hier könnten wir den hinmachen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Haben wir da vorne ein und auch da ein. Dass man die gut beobachten kann. Jetzt müssen wir Redwood Trees rausholen, ohne Ende. Jetzt schon so viele Pflanzen wie geht, weil ihr seht ja,
Das macht mir das ganze Terrain kaputt. Deshalb ist es wichtig, dass ich die jetzt vorher platziere, die Redwood Trees. Bevor ich hier alles anpasse. Gut, dass ich das ganze Gestalten da noch nicht gemacht habe, sonst hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, hier mit Redwood Trees zu bauen. Was ich sehr schade gefunden hätte. Hier im Hintergrund können ruhig einige stehen. Ja. Ihr müsst halt immer gucken, wie die Besucher das sehen, wenn ihr sowas platziert. Guck mal, hier ist das schon nicht möglich wegen dem Terrain. Da müssen wir nochmal absenken ein bisschen. Das Ganze. Dann im Nachhinein, wenn die Bäume stehen, das wieder hochmachen. Jetzt geht es hier zumindest ein bisschen. Ich bin froh, wenn wir überall ein paar hinbekommen. Da gebe ich mich dann auch schon mit zufrieden. Okay, die stehen dann nämlich nochmal erhöht. Sogar ganz gut, weil man dann sogar fast mehr sieht. Dadurch, dass die Stämme dann noch höher gehen und die Blätter erst weiter oben anfangen. Ja, die Frage ist, reicht das jetzt aus? Also mir reicht das ehrlich gesagt fast. Hier kommt dann wieder die Wand hin. Hier noch vielleicht einen kleinen hin. So, das sieht doch super aus. Jetzt haben wir schon mal einige Redwood Trees stehen. Wir wollen jetzt aber erstmal noch ein bisschen weiter gestalten. Soll ja alles noch interessanter aussehen. Ich weiß auch nicht, ob ich gleich noch normale Bäume hier auch noch mit reinmache. Ich mache jetzt übrigens erstmal wieder zu viel Fels erstmal lieber. Statt zu wenig, weil da natürlich gleich die Büsche kommen. Kennt ihr ja mittlerweile. Machen wir auch mal ein bisschen den Übergang zum Fels. Das hier finde ich ganz schön. Sowas könnten wir sogar noch öfter einbauen. So ein paar Höhenunterschiede. Das ist ganz cool. Könnten wir hier zum Beispiel an der Stelle nochmal machen. Sowieso noch Wasser. Seltsamerweise. Das dann auch versuchen mit dem Stein ein bisschen erhöht aussehen zu lassen. So. So ein paar Unebenheiten, die machen nämlich immer schon viel her. Jetzt kommen natürlich noch Büsche. Dann nehme ich, glaube ich, hier diese hier. Relativ viel. Sind ja eher diese hellen. Ah ne, das sind die falschen. Die hier meine ich natürlich. Wenn jetzt mal ein anderer Busch zwischen ist, macht das aber rein gar nichts. Und im Wasser auch besonders.
Vielleicht könnten wir hier sogar noch einen Felsen oder so reinmachen. Oh, umgefallene Baumstämme habe ich ganz vergessen. Die haben wir auch noch. Die Dinger hier. Da bietet er sich doch an. Ich glaube, die Stelle lasse ich dann lieber. Dann lieber da hinten. Zwei Stück reichen eigentlich schon. Ja, Büsche werde ich jetzt ordentlich pinseln hier. Weil wir schon keine normalen Bäume haben. Dann müssen wir zumindest viel mit Büschen arbeiten, damit das nicht ganz so kahl aussieht, das Gehege. Das ist wichtig. Ich werde auch viel diese braunen Büsche benutzen. Die finde ich ganz passend immer zu Redwood Trees. Weil ich gleich eh noch kombinieren werde ein bisschen mehr. Die hier sind auch mal ganz schön, aber die sind eigentlich immer eher so für fruchtbareres Land, sag ich mal. Und die normalen kann man da auch noch mit reinmachen. Finde ich immer gut, dass man die kombinieren kann, diese Pflanzen. Und dann wird es alles ein bisschen bewachsener. Gerade hier auch an Bäumen und so finde ich es immer gut, wenn da viele Büsche stehen. Auch hier vorne in der Mitte, jetzt seht ihr auch, weswegen ich hier lieber zu viel als zu wenig gezeichnet habe von dem Erdding, weil das sieht jetzt eigentlich ganz gut aus. Schimmert noch ganz leicht der Fels durch, das ist cool. Das sieht doch schon gut aus. Können wir den Hintergrund gleich auch noch hier gestalten? Also die Büsche machen echt viel her. Das ist nice. Ich versuche jetzt noch ein paar Steinchen hier reinzubringen. Noch ein bisschen Farbkontraste haben. Das funktioniert sogar. Wow. Okay, das ist sehr gut. Das funktioniert. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mitgerechnet. Ich dachte, die hätte ich eher platzieren müssen. Aber da habe ich Glück gehabt. Weil normalerweise habe ich ja gesagt, alle platzierbaren Objekte vorher platzieren. Macht mehr Sinn. Ein Stein noch, dann bin ich schon zufrieden. Kann eigentlich hier hinten hin. Sieht doch ganz gut aus. Vielleicht hier vorne noch ein Felsen hin. Hier oben drauf. Bisschen grüner kann das ruhig aussehen. Oder meint ihr, das würde besser aussehen, wenn das nicht so grün wäre, hier die Felswand? Ein bisschen dunkler, vielleicht ein bisschen Busch entfernen. Das testen wir auch mal aus. Könnte auch funktionieren. Wäre der Kontrast halt größer, ne? Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Wenn wir das Ganze nicht ganz so grün machen, nur so an besonderen Stellen, wie zum Beispiel hier, wo auch was wachsen könnte, was nicht ganz so steil ist, weil Sinn macht. Wollen wir dann auch nochmal ein bisschen was wegmachen. Hier nochmal entlang pinseln. Und auch hier. So, jetzt sieht es nämlich dunkler aus. Und ja, das gefällt mir viel besser. Vorher war das nämlich alles so grün in grün. Jetzt ist ein bisschen mehr Kontrast auch im Hintergrund. Und ich glaube, so können wir das erstmal lassen. Das ist doch eine ganz schicke Ecke geworden hier. Lasst euch nicht beirren von den Schatten. Die sind leider teilweise ein bisschen so, wenn man rauszoomt. Aber das ist doch cool. Haben wir hier unser nächstes Gehege. Und ihr seid sicherlich gespannt, was für Lebewesen da reinkommen werden. Und das sind als allererstes 4 Stegos. Oh, dieser Schrei ist so niedlich. Und da haben wir Nummer 1. Schöner Skin. Das ist der 1997er Skin aus dem zweiten Teil. Richtig cool. Davon haben wir 3 Stück in diesem Skin. Und dann haben wir noch einen mit einem etwas anderen Skin. Hoffe ich zumindest. Sieht fast gleich aus gerade. Das ist nämlich auch... Ja, der sieht sogar ein bisschen anders aus. Das ist auch von dem zweiten Film. Allerdings eine andere Variante. Ein wenig dunkler. Da liegen schon die anderen betäubt. Die 4 bringe ich schon mal rüber. Aber das waren noch nicht alle Bewohner. Und dazu
Kommen noch schöne Ankis. Auch ein toller Dinosaurier. Da ist er. Das ist, glaube ich, ein 2001er Skin, oder was ist das? Moment. Sag's euch sofort. Was denn nochmal? Da, 2001er Muster, also aus dem dritten Film. Den finde ich immer super schön, den Skin, weil der hat hier oben so grün, hier vorne rot. Dann den Körper so ein bisschen bräunlich, beige. Sieht sehr nice aus. Auch hinten die Flecken auf der Keule. Davon haben wir zwei Stück, also von dieser Farbe. Und dann haben wir noch diesen hier mit einer leicht anderen Variation wieder. Also insgesamt drei Ankis, vier Stegos in unserem neuen Gehege. Der ist doch auch schick. Das ist auch das 2001er Muster, aber eine Variante C. Ein bisschen anders von den Farben. Und Leute, da seht ihr sie in ihrem Gehege. Zumindest schon die Stegos, die vier. Ich hoffe, das sind nicht zu viele Dinosaurier für die Gehegegröße. Weil die vier Stegos füllen das eigentlich schon ganz gut. Aber ich glaube, das geht noch. Ich glaube, das ist okay. Gucken übrigens gerade schon aus dem ersten Turm her. Wir können auch nochmal aus dem anderen gucken. Ja, da hat man wirklich eine wundervolle Sicht. Die Ankis sollten auch gleich landen. Ich liebe diese Redwood Trees. Die sind so cool. Man kann ja dann auch sogar von hier oben gucken. In diesem Weg. Und hier rumlaufen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch einen richtigen Weg draus machen sollten. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, hier mal so einen Dirtweg einfach nur zu haben. Hat auf jeden Fall was. Ist schön, dass man jetzt einfach mal das Wasser als natürliche Begrenzung in Anführungszeichen benutzen kann. Bin mal gespannt, ob die Leute irgendwann auch hier drauf gehen werden, um die Dinosaurier zu beobachten. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist den Leuten ganz egal. Leider, leider. Aber es ist auch schön, wie nah die hier ans Wasser gehen. Das finde ich richtig cool. Man kann die so gut beobachten. Jetzt sind auch die Ankis gelandet. Passen die auch super rein. Also alle Dinosaurier, die wir hier ausgewählt haben, sind wirklich top geeignet für dieses Gehege. Und natürlich brauchen diese sieben Dinosaurier auch wieder schöne Namen von euch. Also gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Und mit etwas Glück verewigt ihr euch dann hier in meinem Mountains of Takanyo Park. Falls euch die Folge gefallen haben sollte, würde ich mich mega über ein Like freuen. Denkt an die Namensvorschläge in den Kommentaren und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und das hier haben wir heute gebaut.